Schönen guten Tag. Christian Müller-Hergel, mein Name vom Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Ich habe heute einen kleinen Lichtblick für Sie. Keine große Geschichte, aber ich denke doch ganz nett, und zwar über Kunst und Demenz. Es ist ja so, dass Demenz nicht heilbar ist und insofern gilt die Aufmerksamkeit den Möglichkeiten, den Verlauf etwas günstig zu beeinflussen. Demenz tritt natürlich immer selten isoliert auf, sondern in einem ganzen Konzert unterschiedlicher Erkrankungen und Beeinträchtigungen. Und Maßnahmen wie zum Beispiel Kunst oder Musik wirken ja immer auf die gesamte Person. Und dann ist es schwer zu sagen, ob die Intervention jetzt deswegen wirkt, weil sie auf die Demenz einwirkt oder weil sie die begleitende Depressivität günstig beeinflusst. Das weiß man nicht, ne? Es geht also immer darum, dass so eine Intervention auf die gesamte Person wirkt. Und es ist immer schwer zu sagen, wie spezifisch das ist. Ja, neben musischen und religiösen Aktivitäten rückt die Kunsttherapie zunehmend in den Blick. Und die zum Einsatz kommenden Methoden sind recht unterschiedlich. Aber insgesamt versteht man unter Kunsttherapie einen therapeutischen Prozess auf der Basis von spontanen oder angeleiteten Ausdrucksformen. Und dieser Prozess bedient sich unterschiedlicher Materialien und Techniken wie Malen, Zeichnen, Skulpturieren, Tonarbeiten und Ähnliches. Und Teilnehmende werden in der Regel in diese planenden, kreativen, kontrollierenden Aktivitäten einbezogen. Man entscheidet gemeinsam, man tauscht sich über die Projekte aus und dadurch werden ganz unterschiedliche kognitive Fähigkeiten angeregt. Und das insgesamt als Paket hat einen durchaus positiven Effekt. Ja, die vorliegende Arbeit, die fasst zusammen, was man über die Effekte von Kunsttherapie auf kognitive Beeinträchtigungen weiß. Es handelt sich um eine systematische Literaturanalyse von einem üblichen Format. Ja, insgesamt konnte man 12 aussagefähige Studien, also randomisiert kontrollierte Studien aus den Jahren 2004 bis 2019 identifizieren. Das umfasst insgesamt 831 teilnehmende Personen mit einem durchschnittlichen Alter von 71,4 Jahren. Also in einem Alter, wo man noch nicht von einer Hochaltrigkeit sprechen kann. Ja, neben den bereits beschriebenen Techniken kommen auch andere Prozesse zum Tragen, wie oft Kunstunterricht, Diskussionen, sogar kunstbezogene Meditationen. Und in diesem Zusammenhang definieren dann die Autoren, was so essentielle Charakteristika der Kunsttherapie sind. Und dabei spielt immer eine Rolle ein Stück weit Bildung, Kunsterziehung, Erinnerung, dann der Kunstprozess selber, also das Schaffen. Dann natürlich auch die Bewertung, ja, oder die Evaluation im Sinne von, dass man gemeinsam überlegt, was bedeutet das jetzt und was heißt das für mich, ja. Dann sowas wie Kunstanleitung, Modellierung, aber natürlich auch die sozialen Aspekte der Kunst, also das gemeinsame Zusammensein im Kunstprozess. Die meisten kunsttherapeutischen Aktivitäten, die in den Studien berichtet werden, sind gruppenbasiert. Immerhin in 7 Studien weisen die Daten sehr klar auf eine moderate Verbesserung globaler kognitiver Funktionen hin im Vergleich zur Vergleichsgruppe. Und diese Verbesserungen, die betreffen besonders Bereiche wie das Arbeitsgedächtnis, das Ereignisgedächtnis, aber auch zum Beispiel visuospatiale Funktionen, nicht? Also im Grunde genommen Zeichnen und Raumverhältnisse zu verstehen, ne? Die Verarbeitungsgeschwindigkeit dagegen wurde dabei nicht irgendwie verbessert. Aber auch Depressivität und Ängstlichkeit waren positiv beeinflusst. Ja, bei genauerer Betrachtung der Studien fiel den Autoren auf, dass die Interventionen, die möglichst viele der erwähnten essentiellen Charakteristika aufwiesen, die also verschiedene assoziierte und vor allen Dingen soziale Aktivitäten mit einbanden, die eine hohe Kreativität erforderten, die unter Musikbegleitung stattfanden und die länger dauerten, dass all dies bessere Resultate zum Ergebnis hatte.
Also essentielle Charakteristika, das waren Dinge wie Kunsterziehung, Erinnerung, Kunstprozess, Kunstbewertung, Kunstanleitung, soziale Aspekte der Kunst. Also je mehr das so berücksichtigt wird, je mehr soziale Aktivitäten dabei eine Rolle spielen, je eher die Menschen zur Kreativität angeregt werden, je eher das Ganze unter Musikbegleitung stattfindet, desto eher hat es eine positive Funktion auf kognitive Funktionen. Zusammenfassend kann man also sagen, Kunsttherapie hat eine deutlich positive Wirkung auf kognitive Funktionen. Nun muss man sagen, Teilnehmende an den Studien waren zumeistens Menschen mit leichter bis mittelschwerer Beeinträchtigung. Die sozialen Aspekte, wie einander im Prozess unterstützen, die Ergebnisse gemeinsam beraten, sich anregen lassen, etwas ausprobieren, ja, spielerischer Umgang, feinmotorische Herausforderungen, diese Kombination von Kreativität und Interaktion, also gemeinsam kreativ tätig sein, die scheinen insgesamt einen positiven Effekt zu haben. Ob das nun im Wesentlichen daran liegt, dass die Depressivität oder die kognitiven Funktionen wesentlich beeinflusst wurden, es scheint eine Mischung von beidem zu sein. Interessant ist, Aktivitäten, die bereits vorgefertigt waren, also wie das Ausmalen und Mandalas oder von Bildern, die schon so vorgezeichnet sind, die haben diesen Effekt nicht. Es geht also wirklich um diese Kombination von Kreativität und Interaktion. Ja, eine ähnliche Studie aus Wales, die hat einen etwas anderen Fokus. Die hat also untersucht, wie sich ein von Menschen mit Demenz professionell pflegenden und Angehörigen gemeinsam besuchtes Kunstprogramm auf Haltung und Einstellungen zur Demenz auswirken. Das war ein Projekt, das lief über 12 Wochen, hat insgesamt 146 Teilnehmer gehabt. Und einmal in der Woche haben die eine zweistündige Kunstaktion miteinander gemacht. Die Effekte wurden auf verschiedene Art und Weise qualitativ und quantitativ gemessen. Das Ganze fand in einem Art standardisierten Verfahren statt mit ausgebildeten Kunsttherapeuten. Und die Sitzungen umfassten immer eine Kunstbetrachtung und dann auch eigenes künstlerisches Schaffen. Im Ergebnis haben sich die Haltungen und die Einstellungen, die haben sich nicht sehr verändert. Aber dennoch kamen Angehörigen Professionelle zu der Einschätzung, dass die Aktion die Stärken und die Fähigkeiten von Personen mit Demenz in besonderer Weise hervorheben. Man habe Menschen gesehen, die stolz sind auf das Werk. Das gemeinsame künstlerische Schaffen erzeugt so etwas wie einen gemeinsamen Bezugspunkt und lässt die Demenz als unterscheidendes Merkmal in den Hintergrund treten. Ja. So, es ist also eine Begegnung auf Augenhöhe. Man erfährt die Person entspannter, mehr in Verbindung mit anderen, mit sich selbst. Und in der Gruppe entwickelt sich sowas wie eine eigene Art von schaffender Kamaraderie. Ne? So. Naja, und dieses gemeinsam Tätigsein hat zwar nicht so sehr die Haltung verändert, aber die Angehörigen haben schon so die Idee gehabt, ich habe meinen Angehörigen in dieser Kunstaktion ganz anders erlebt. Da sind ja sehr viel mehr Ressourcen vorhanden, als ich gedacht habe. Und das hat sie angeregt, jetzt auch mal ganz andere Aktivitäten auszuprobieren, an die sie bislang noch nicht gedacht haben. Ja. Und Professionelle, was haben die gelernt? Das ist auch ganz interessant. Die haben während dieser Kunstaktion eher gelernt, nicht so schnell einzugreifen, mehr zuzulassen. Nicht? Also, und hatten daraus die Schlussfolgerung gezogen, es wäre vielleicht sinnvoll, mehr einfache und auch abwechslungsreiche Aktivitäten anzubieten. Also insgesamt hat wohl diese Kunstaktion für alle Beteiligten sowas wie eine gemeinschaftliche Aktivität erzeugt, die daran denken lässt, ganz andere Ressourcen und Möglichkeiten in den Blick zu nehmen, als man das bislang so getan hat. Ja, wie immer können Sie das nachlesen. Es gibt einen schriftlichen Text dazu. Wir freuen uns immer über Ihre Anregungen und Ihre Rückmeldungen. Machen Sie es gut. Bis dahin, einen schönen Gruß, Christian Müller-Hertel.